Zum ersten Mal ist ein elektrischer Reisebus von Hyzon Motors Incorporated mit Wasserstoff-Brennstoffzellen auf den Straßen von Brisbane, Australien unterwegs. Der kommerzielle Bus ist emissionsfrei und der erste Reisebus mit H2-Antrieb des Landes. Der Wasserstoff-Brennstoffzellenbus fuhr kurz nach seiner Ankunft in Brisbane zu seiner ersten Betankung an einer Redlands H2-Tankstelle, bevor er vor seiner virtuellen Einführungsveranstaltung vorgestellt wurde. Es bietet Platz für bis zu 50 Passagiere und bietet eine Reichweite von 700 Kilometern mit einer Motorleistung von 350 Kilowatt. Dieses Fahrzeug ist das erste einer insgesamt 10 Busse umfassenden Bestellung, die von Hyzon Motors nach Australien geliefert wird. Die restlichen 9 Fahrzeuge befinden sich bereits in der Produktion und befinden sich in den späteren Phasen des Prozesses. Vor der Auslieferung des Reisebusses absolvierte er erfolgreich einen Dauertest von 15.000 Kilometern. Der Dauertest war die gleiche Distanz wie 7 Fahrten von Miami nach New York. Die Reisebusse wurden nach australischen Standards entwickelt. Das Land hat eine Rechtslenkerkonfiguration. Es hatte auch eine Auslegungstemperatur von 55 Grad C. Hyzon beabsichtigt, im nächsten Jahr Kunden in anderen Ländern der Welt ähnliche Reisebusse anzubieten. Hyzon Motors sieht erhebliches Potenzial im globalen Markt für elektrische Reisebusse mit Wasserstoff-Brennstoffzellen. Hyzon sieht erhebliches Potenzial in kommerziellen Reisebussen, da H2 breiter eingesetzt wird. Zu den Merkmalen, die es zu einem geeigneten Spiel machen, gehören seine vorhersehbaren Routen, die trotz ihrer geringen Anzahl und hohen Nutzung um Tankstellen herum geplant werden können. Reisebusse sind rund um die Uhr im Einsatz und erfordern eine schnelle Betankung. Diese H2-Technologie kann diesen Anforderungen gerecht werden, da die Betankungszeiten mit denen herkömmlicher Dieselbusse vergleichbar sind, die sie ersetzen würden. Reisebusse, wie in diesem Fall die Wasserstoff-Brennstoffzellen-Elektrofahrzeuge, sind nicht dasselbe wie Stadtbusse, da sie einen Doppelboden haben und unterschiedliche Nutzungsmuster aufweisen. Sie werden hauptsächlich auf Intercity- oder Regionalstrecken eingesetzt. Sie können auch für öffentliche und private Fernverkehrsstrecken oder für den Firmenverkehr eingesetzt werden. Vielen Dank, dass Sie sich für hydrogenfuelnews.com entschieden haben. Verpassen Sie nicht Ihren kostenlosen Zugang zu unserem exklusiven E-Book, melden Sie sich noch heute an. Folgen Sie dieser Geschichte und mehr auf HFN.